Wir haben jetzt schon ein gutes Stück geschafft, sind an der Bockhütte angekommen und da hinter mir befindet sich der Gletscher. Dort wollen wir hoch. Oh, es geht hier schon sacksteil bergauf. Wenn man mal sieht, 98% Kopfsache eigentlich. Das ist so hart hier hoch. Das ist ja furchtbar. Morgen, liebe Leute. Es ist noch sehr früh. Ich fahre heute mit dem Julian zusammen hoch auf die Zugspitze hoch durchs Rheintal. Das ist eine ganz schöne Tour. Wir haben dafür ein paar E-Bikes, mit denen wir die erste Strecke abreißen und dann wird gestiegen. Mal schauen, wie es geht. Das wird auf jeden Fall eine Hammer-Tour. Am gleichen Tag hoch wie runter. Wir haben es jetzt ungefähr 4 Uhr und wir denken so gegen 6, 7, 8 an der Rheintal-Angelhütte zu sein. Leute, ist einfach brutal. Wir kommen gut voran, sind gleich an der Rheintal-Angelhütte. Dort wird dann umgebaut, die Ski vom Rad ab, rauf auf den Rucksack und dann wird es zu Fuß weitergehen. Jawohl. Und jetzt schaut euch mal bitte das Gelände noch an. Da kriegt man Herzchen in den Augen. Richtig geil. Vorne hinter uns liegen jetzt die Räder. Boah, es geht hier schon sacksteil bergauf. So Leute, kurze Info. Da unten stehen ungefähr unsere Räder. Da ist die Rheintal-Angelhütte. Und da ganz, 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 ganz hinten ist die Bockhütte. Ja, sehr schön. Und ist anstrengend? Geht, oder? So, Leute, die Herzchenbrille ist weg. Ich bin fertig. Ich bin völlig am Sack. Ex, 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 ex. Wir haben den Jakob jetzt eben getroffen. Der hat mir ein bisschen ausgeholfen, hat mir noch ein paar Bananenchips gegönnt. War richtig geil. Haben wir so eine ganze Packung erstmal zu dritt platt gemacht. Und seitdem geht es wieder ein bisschen besser von der Kraftausdauer. Und wir haben es jetzt echt gleich geschafft. Schneekante ist bald erreicht. Und die Knollhütte ist in greifbarer Nähe. So, wir haben es geschafft. Wir sind an der Schneekante angekommen. Die Ski sind aufgefällt. Wir sind soweit ready fürs Skifahren. Skifahren.
geil. Oh, geschafft. Skifahren! Angekommen. Da unten ist die Knorrhütte und jetzt geht es wieder noch weiter zurück. Also Wanderstrecke. Das ist das, was mir am schwersten fällt. Naja, aber der Julian sieht da auch gerade etwas unbeholfen aus. Also schauen wir mal. So Leute, an den Rädern wieder angekommen und wir haben vorhin noch beim Hochlaufen ein Surfbrett an der Rheintal-Anger-Hütte entdeckt. Mal gucken, ob uns jetzt zu frisch ist oder ob wir es vielleicht nochmal austesten. Eigentlich habe ich schon Bock, aber es ist sicher auch richtig eklig, dann nass runterzufahren. Mal schauen. Wieder gut unten angekommen, gönnen uns hier gerade noch eine Spezi und dann geht es gleich noch zum Auto. Den Kram erspare ich euch. Es war richtig geil, es war eine Tour, die allerdings doch auch etwas anspruchsvoller ist, wo man sich auch ein bisschen auskennen sollte, vor allem was Lawinen angeht, wo man wissen muss, zu welcher Zeit man geht und bei der ja, man auch viele unterschiedliche Passagen so durchfahren kann. Also es war schon ganz cool. Wir haben ja quasi so einen Triathlon-mäßig das Ganze absolviert. Wir sind Rad gefahren, sind danach gewandert und dann Skitouren gegangen, dann Skiabfahrt und das Downhill. Genau. Hecathlon. War schon ziemlich geil. Ja, hat Spaß gemacht.
aber man sollte sich ein bisschen auskennen. Und das ist eine Tour, auch, wo man ein bisschen Ausdauer braucht, also nicht für Anfänger. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Da ist die Saufen.